Es sind im wahrsten Sinne des Wortes Jagdszenen, die auf diesem Handyvideo mitgefilmt wurden. Polizeibeamte und Mitarbeiter vom Ordnungsamt reißen einen Mann mitten in der Duisburger Innenstadt gewaltsam zu Boden. Das Video zeigt Bilder der Eskalation. Bilder, die laut Angaben der Polizei aus einer einfachen Ermahnung vom Ordnungsamt resultieren. Diesen Mann hatten sie vor Ort dabei erwischt, wie er mit einer Musikbox überlaut Musik abspielte in der Fußgängerzone. Er sollte zur Rede gestellt werden, eine Anzeige gefertigt werden. Dazu mussten die Personalien des Mannes aufgenommen werden. Dieser Mann widersetzte sich aber diesem Verfahren, versuchte zu flüchten. Ein Mitarbeiter des Außendienstes hatte noch versucht, ihn am Sattel seines Fahrrades festzuhalten. Der Mann hat das Rad dann gegen den Mitarbeiter geworfen und ist zu Fuß geflüchtet. Besonders pikant bei den Aufnahmen, bei dem überwältigten Mann handelt es sich um einen Afrodeutschen. Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA ist nicht nur in Übersee eine hitzige Debatte über rassistisch motivierte Polizeigewalt ausgebrochen. Anfang Juni demonstrierten hunderte Menschen dagegen in der Duisburger Innenstadt. Schon in den Wochen vor der Demo war die Duisburger Polizei immer wieder im Fokus. Bei einem Einsatz in Marxloh störten hunderte Menschen eine Festnahme. Tage später lief in Hamborn ein Einsatz nach einer Routinekontrolle aus dem Ruder. Von Polizeigewalt, wie in den USA, will man hier in Duisburg aber nichts wissen. Solche Videos, die immer dann gefertigt werden von Bürgern, wenn Ordnungskräfte einschreiten, das gehört fast schon zum polizeilichen Alltag, sind natürlich nicht besonders dienlich bei der Wahrheitsfindung. Solche überwiegend verwackelten Bildausschnitte zeigen immer nur Sequenzen eines komplexen Handlungsablaufes. Teile davor fehlen, Teile, die danach passiert sind, fehlen. Und selbst auf diesem Video, was hier online gestellt wurde, konnte man nicht den gesamten Geschehensablauf sehen. Es ist immer sehr schwierig, sich anhand von solchen Puzzleteilen ein Bild zu verschaffen von dem gesamten Geschehen. Was die Bilder von Freitag nicht zeigen, wie sich der zu Boden gerissene Mann vorher verhalten hat. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Widerstands geschrieben. Der Mann selbst erstattet ebenfalls Anzeige.